Ich begrüße jetzt erst einmal alle herzlich im Namen des Börsenvereins Bayern. Ich freue mich ganz dolle, dass diese Veranstaltung geklappt hat. Es war mir persönlich ein ganz großer Herzenswunsch, ein bisschen mehr Einblick in die Ausbildung des Buchhandels zu geben. Wir hatten kürzlich ein paar Veranstaltungen, wo wir eingeladen waren bei Schulen und etwas darüber erzählen konnten. Und da war das Feedback da, dass das sehr interessant ist, einfach einmal etwas genauer in das Ganze reinzugehen, weil auch der Buchhandel an sich ein sehr verstaubtes Image hat, was überhaupt nicht stimmt. Denn genau, im Buchhandel, die Arbeit im Buchhandel ist wirklich spannend und vielseitig. Und genau das wollten wir Ihnen jetzt transparent zeigen anhand von Menschen, die tatsächlich mittendrin stecken. Das bedeutet Auszubildende. Da haben wir den Herrn Philipp Kahner haben wir hier und wir haben Ausbilder und Lehrer dabei. Wir haben BuchhändlerInnen dabei. Sodass wir hier tatsächlich einen richtigen Einblick geben können, was eigentlich genau die Ausbildung im Buchhandel bedeutet. Und damit würde ich dann einfach eigentlich auch gleich starten, indem ich Ihnen hier einen Blick kurz gebe, worum, also ist ja klar, also worum es gehen wird. Wir werden uns kurz vorstellen, dann werden wir ein bisschen über das Tätigkeitsfeld der Buch oder der die Buchhändlerin sprechen und natürlich auch über die Voraussetzungen für eine Ausbildung im Buchhandel, wie genau der ganze Aufbau ist, wie es funktioniert in der Berufsschule, wie es aber auch funktioniert in der Praxis, wenn man dann eben in der Buchhandlung steht. Denn das ist ja klar, das ist eine sehr praktische Ausbildung auch ist, wo man eben wirklich aktiv von Anfang an mit dabei ist in der Buchhandlung. Dann auch das Thema, was eigentlich danach kommt und ein paar weitere Informationen und Netzwerkmöglichkeiten, die wollen wir Ihnen natürlich auch noch mitgeben. Es ist auch immer erlaubt, Fragen zu stellen. Wie gesagt, hier gibt es den Chat. Bei YouTube werde ich dann schauen, dass ich auch immer wieder in den Chat reinschaue und dann eben diese Fragen an die Referentinnen spiele. Genau, und jetzt geht es eigentlich auch schon los. Vielleicht fangen wir mit der Frau Bertram-Kempf direkt an, dass Sie vielleicht ganz kurz etwas zu sich selbst sagen und genau, dass wir wissen, mit wem wir es denn eigentlich hier tatsächlich zu tun haben. Ja, schönen guten Abend, auch von meiner Seite. Mein Name ist Stefanie Bertram-Kempf, ich habe zwei Buchhandlungen, Buch am Bach in Peiting, Buch am Lech in Lechbruck und habe den Beruf von der Pike auf gelernt, bin seit fast 30 Jahren dabei. Habe in der kleineren Buchhandlung gelernt, war dann in einem großen Filialisten, habe ich Abteilungsleitung gehabt, habe dann in eine mittlere Buchhandlung gewechselt, habe dort eine Etage geleitet und mich dann wieder selbstständig gemacht 2001 und mache das mit Leib und Seele und würde es auch immer wieder genauso machen. Vielen Dank. Ja. Frau Gillitzer, wollen Sie gleich weitermachen? Ja, schließe ich mich gerne an. Also mein Name ist Sabine Gillitzer, ich bin an der Berufsschule für Medienberufe in München und unterrichte dort seit 20 Jahren Buchhändlerinnen und Buchhändler. Sehr gut. Das heißt, wir bekommen da dann auch gleich einen richtigen Einblick aus dem echten Schulleben. So, dann haben wir die Frau Müller hier und den Herrn Kahne, beide aus der Buchhandlung vom Parknerplatz. Hallo, ich bin die Jennifer Müller, bin 28 Jahre alt. Und habe 2015 meine Ausbildung abgeschlossen zur Buchhändlerin. Ich habe bei Hugendubel gelernt und bin nach meiner Ausbildung eben zur Buchhandlung am Partnerplatz gewechselt, wo ich jetzt auch die Ausbilderin bin für den Herrn Kahner neben mir. Und ich leite sozusagen in unserer Buchhandlung die Kinder- und Jugendbuchabteilung und die Fantasy- und Science-Fiction-Abteilung. Hallo, ich bin der Philipp Kahner. Ich bin jetzt seit dem 1.9. Auszubildender bei der Buchhandlung am Partnerplatz, eben im ersten Lehrjahr. Und genau. Sehr schön, vielen Dank. Wir freuen uns, dir dann auch gleich ganz viele Fragen zu stellen. Frau Senft. Mein Name ist Karin Senft. Ich bin seit 1997 im Buchhandel mit Ausbildung. Bin dort versehentlich gelandet, nach dem Studium oder während des Studiums eigentlich. Habe nach der Ausbildung ganz lange die Kinder- und Jugendbuchabteilung geleitet, habe dann den Buchhandelsfachwirt gemacht, mehrere verschiedene Abteilungen bei Pustet dann geleitet in Regensburg in der Altstadt.
und bin heute in der Zentrale bei Pustet, was ganz großartig klingt. Die Zentrale von Bücher Pustet besteht aus 2 Personen. Und bin jetzt vorwiegend im Hintergrund tätig, mache Controlling und Marketing. Ganz viel Online-Marketing natürlich. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Herrn Stampfel. Jawohl. Einen schönen guten Abend in die Runde von mir. Mein Name ist Christoph Stampfel. Ich bin schon seit 26 Jahren jetzt immer schon bei Hogendubel beschäftigt gewesen, habe viele, viele Jahre am Marienplatz gearbeitet, viel in der Belletristikabteilung und bin jetzt seit 2020 bei der Filiale in den 5 Höfen als Filialleiter tätig. Ja, und habe mich in diesen 26 Jahren Buchhandel, wenn man jetzt das so Revue passieren lässt, auch noch keinen Tag gelangweilt eigentlich. Und deswegen mache ich gerne Werbung für die Ausbildung. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Jetzt stehe ich hier auch noch. Habe ich ganz vergessen. Ich muss ja auch noch was sagen. Ich bin seit letztem Jahr die Referentin für Aus- und Fortbildung beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Der Börsenverein kümmert sich um die Belange und Wünsche von den Mitgliedern. Das sind 800 Buchhandlungen und Verlage. Und genau, ich persönlich bin einfach, ich bin für die ganzen Ausbildungsthemen und alles rund um Fragen, Volontariat, Ausbildung etc. bin ich für genau alle, die Interesse haben und Fragen haben, da. Genau. So, jetzt erst einmal kurz in die Frage in die Runde. Ich weiß jetzt nicht, ob da was kommt, weil jetzt alle ganz schüchtern sowohl Mikro und Bild ausgemacht haben. Ich frage jetzt trotzdem mal in die Runde, was die denn denken, was ein Buchhändler macht. Was ist das Erste, was Ihnen in den Kopf kommt? Gibt es da jemanden? Wenn ich warte jetzt 30 Sekunden und danach schalte ich einfach weiter, falls jetzt keine Fragen oder beziehungsweise keine Kommentare kommen sollten. Sie müssen es nicht machen, aber genau. Vielleicht denken Sie einfach mal drüber nach. Und während Sie drüber nachdenken, genau, also ich persönlich, da kommt tatsächlich Bücher verkaufen. Nicht schlecht. Richtig, genau, ja, genau, aber das ist es genau. Es ist natürlich nicht nur einfach Bücher verkaufen, das wäre zu einfach und genau, da kommt Menschen beraten, sehr schön, Kisten schleppen, stimmt auch, Bücher bestellen, richtig. Sehr schön, ja genau, also flexibel sein bei den Kunden. Ja, genau. Also da kommen jetzt tatsächlich schon viele schöne Sachen, die wir tatsächlich jetzt auch besprechen werden. Da kommt jetzt empathisch Menschen beraten, mit Leuten reden. Sehr gut, weil Kommunikation tatsächlich ein wichtiger Punkt ist. Das wird jetzt auch gleich noch, Frau Müller mit dem Philipp auch noch mal kurz besprechen und die Frau Senf und Herr Stampfel. Aber richtig, genau. Und es geht eben nicht rein um Bücher und Bücher verkaufen, sondern da steckt einfach viel mehr dahinter. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, sonst verrate ich ja schon alles, was die Referenten uns jetzt erzählen werden. Dann machen wir mal weiter. Frau Müller und Herr Kraner, Sie haben das Wort. Genau. Also wir erzählen Ihnen was zu dem Thema, was der Buchhändler oder die Buchhändlerin eben alles für Tätigkeiten macht. Und zwar in erster Linie natürlich Beratung und Verkauf. Das steht natürlich schon an erster Stelle, würde ich sagen. Und eben auch die Kommunikation an sich mit Menschen. Wir haben zum Beispiel ganz oft auch, dass Kunden, auch ältere Kunden vor allem, zu uns in den Laden kommen und einfach uns ihre Seele ausschütten. Und ich finde, sowas gehört auch dazu, dass man sich die Zeit auch nimmt und eben auf den Kunden eingeht und eben sich einfach mal mit dem Kunden unterhält. Und ansonsten natürlich beraten, wenn der Kunde Wünsche hat, dann beraten wir ihn, zeigen ihm verschiedene Bücher, verschiedene Titel und verkaufen ihm das dann auch letzten Endes. Zu den Tätigkeiten beim Buchhändler
gehören natürlich auch noch andere Punkte. Um sozusagen, man muss ein bisschen Hintergrundarbeit leisten, um natürlich die Bücher auch empfehlen zu können und gut beraten zu können in dem Bereich, muss man natürlich auch ein bisschen lesen. Und einen groben Überblick sollte man schon geben können, auch in anderen Bereichen. Aber meistens ist es ja so, dass man sich dann in einen Bereich so reinfuchst. Genau. Genau, ich finde es auch wichtig, zum Beispiel an dem Punkt Warenangebot gestalten und für sinnvolle Lagerung sorgen. Da muss man sich natürlich auch in seiner Buchhandlung überlegen, welche Waren und welche Bücher man überhaupt anbieten möchte. Bei uns war es zum Beispiel lange Zeit so, da will ich kurz das Beispiel bringen, wir hatten keine Mangas bei uns, keine Mangas und Comics. Und wir haben beobachtet, bestimmt über ein halbes, dreiviertel Jahr, dass ganz viele junge Menschen zu uns gekommen sind und die wollten Mangas und Comics und wir hatten das einfach nicht bei uns im Sortiment. Und jetzt, seitdem Herr Kahner bei uns ist, habe ich mich so ein bisschen mit ihm zusammengetan und jetzt haben wir eine kleine Manga-Abteilung gemacht. Und seitdem haben wir auch beobachtet, dass ganz, ganz viele junge Kinder, Teenager, Jugendliche zu uns kommen, die einfach vorher noch nie da gewesen sind und kommen jetzt explizit, weil sie eben wissen, dass es bei uns jetzt Mangas gibt und kaufen die ein. Und das finde ich schon echt, echt super. Und auch man muss eben auch zum Beispiel bei dem Punkt Lagerung muss man eben auch ein bisschen aufpassen als Buchhändler, weil wir kaufen ja auch die Bücher ein bei den verschiedenen Verlagen, dass man jetzt nicht zu viel bei dem jeweiligen Verlagsvertreter bestellt in erster Linie, dass man nicht hamstert und dann eine Mordskapazität an Büchern hat, die man vielleicht gar nicht im Laden unterbringt, dann ist es einfach Kapital, das liegen bleibt und sich über Wochen vielleicht nicht verkauft. Deswegen ist es wichtig, dass man sich da überlegt, wie viel man bestellt beim Verlagsvertreter. Und am besten ist es einfach, dass man vielleicht kleinere Bestellungen macht und dann einfach öfters nachbestellt. Genau. Also das ist eigentlich so etwas wie, also man verkauft nicht Waren, sondern Inhalte, oder? Also kann man das ja, so sagen? Also man... Das ist also die Bücher zu recherchieren und die Inhalte zu recherchieren. Das ist ein ganz wichtiger, ne, ein ganz wichtiger Teil des Ganzen, richtig? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem auch müssen wir ja, wenn wir in Kundenberatungen sind, dann präsentieren wir den Kunden natürlich auch eine kleine Auswahl an Büchern, die wir haben und erzählen ihm natürlich auch bestmöglichst natürlich zu jedem Buch erzählen wir ihm ein bisschen so die Inhaltsangabe, worum es geht, für wen ist das Buch am besten geeignet. Genau, und man teilt sich die Arbeit natürlich auch so ein bisschen auf. Also man kann natürlich nicht jedes Buch gelesen haben, um Gottes Willen, aber jeder hat so ein bisschen seine Abteilung, sage ich mal, und dann kann man da den Kunden auch bestmöglichst beraten und auch zum Beispiel bei der Bibliografie und beim Recherchieren ist es, finde ich, auch so, dass die Kunden ja auch oft kommen mit einem Buchtitel, der irgendwie in Wahrheit ganz anders ist. Und man recherchiert im Computer und findet nichts und dann muss man auch teilweise im Internet gucken und vieles ist auch zeitaufwendig. Aber letzten Endes ist es einfach wichtig, dass der Kunde zufrieden ist und dass man ihn einfach bestmöglichst berät. Bibliografieren, wollen Sie das mal ganz kurz so ein bisschen, was bedeutet das denn? Das ist also, wenn man eben im System, also im Computer, in unserer Suchmaschine nach dem Buchtitel zum Beispiel sucht, also man kann jetzt den Buchtitel eingeben oder auch den Autorennamen, den Verlag oder auch die ISBN-Nummer. Wenn der Kunde die ISBN-Nummer parat hat, sind wir natürlich überglücklich, weil dann findet man das Buch am schnellsten. Das ist die Ziffer, die hinten drauf ist auf dem Büchern. Ja, genau, das ist genau. Diese 13-stellige Ziffer, die hinten auf dem Buch draufsteht, fängt meistens mit 978 an. Und damit findet man eben die Bücher am schnellsten. Aber wenn der Kunde die Nummer nicht hat, dann kann man natürlich eben auch nach Autor, Titel oder Stichwörter, Schlagworte und so weiter suchen.
So, da haben wir jetzt also quasi Bücher raussuchen, recherchieren, lesen tatsächlich auch viel, einfach reinschauen in die Bücher, das teilt man aber untereinander auf, weil das habe ich mir damals immer gedacht, oh Gott, wie soll man denn sowas bitte schön schaffen? Das ist ja die Masse an Büchern, aber es wird aufgeteilt, also es ist eine machbare Aufgabe. Ja. Jetzt gibt es aber auch noch andere Sachen, wie jetzt hier zum Beispiel den Online-Shop betreuen und Marketing und Öffentlichkeitsarbeit und Social Media. Was bedeutet das? Also zum Beispiel bei uns jetzt als kleinere Buchhandlung, wir sind ja nur eine kleine Stadtteilbuchhandlung, wir sind bei Zeitfracht, also ehemals KNV, Kochneff und Volkmar, und da sind wir eben angemeldet, das ist so unser Großhändler und die bieten uns eben den Online-Shop an, also da steht zwar online unser Name drauf, Buchhandlung am Partnerplatz, aber im Grunde betreut der Großhändler diesen Online-Shop. Deswegen beim Thema Online-Shop ist es ein bisschen schwierig, dazu was zu sagen, aber man kann schon ein bisschen mit dem Online-Shop bei uns arbeiten. Also auch wenn wir Veranstaltungen oder so haben, dann können wir das auch eben in unseren Online-Shop reinsetzen. Genau. Und zum Beispiel das auch. Das wird wahrscheinlich variieren, richtig? Also je nachdem, was für eine Buchhandlung ist, eine kleinere Größe. Ja, genau, das variiert immer. Es gibt ja mehrere Großhändler in Deutschland und je nachdem, ist es von Buchhandlung zu Buchhandlung unterschiedlich, bei welchem Großhändler man ist. Und der Großhändler beliefert eben die Buchhandlung dann auch mit den Büchern. Ja. Und was bedeutet Veranstaltungen organisieren? Also das heißt, was beinhaltet das unter anderem? Also wir machen des Öfteren Lesungen. Also jetzt klar, wegen Corona war das natürlich nicht mehr so möglich. Aber wir hatten jetzt erst vor 2 Wochen, glaube ich, eine Lesung. Und dann muss man sich halt einfach drum kümmern. Man muss sich mit den Verlagen besprechen und mal anfragen, wenn man jetzt Lust hat, einen Autor einzuladen, dann muss man sich mit dem Verlag in Verbindung setzen und mal anfragen, ob der Autor überhaupt zur Verfügung steht in dem Zeitraum, ob der Lesungen macht. Und dann wird das so ausgehandelt, die Konditionen, wie viel das kostet, wie viel zahlt man für den Autor. Und sowas macht man eben. Und bei uns ist es zum Beispiel ein Vorteil, dass unsere Chefin, die hatte vor einigen Jahren eine eigene Agentur, eine Veranstaltungsagentur und hat darüber eben immer schon Veranstaltungen gemacht, fast ihr ganzes Leben lang. Und da sind wir dann eigentlich so reingerutscht und haben das dann eben auch gelernt sozusagen. Ja, das ist natürlich praktisch, genau. Aber grundsätzlich bedeutet das ja, dass man eine Art von Projektmanagement eben auch lernt und mitbringt. Ja, also genau. Und genau, um da dann tatsächlich eine Veranstaltung von der Basis her aufzubauen. Ja, genau, und, man muss natürlich auch die Dinge machen. Genau, und in der heutigen Zeit sicherlich auch, das werden sicherlich auch einige von den TeilnehmerInnen hier auch festgestellt haben, diese Veranstaltungen, wenn sie nicht live und im Präsenzformat stattfinden können, das ist natürlich auch dazu gekommen, dass man eben sehr viel Online-Veranstaltungen eben auch anbietet, dass man zum Beispiel dann die Buchhandlung einmal jemanden hat und das Ganze dann via Zoom oder Ähnlichem oder mit Kamera und dann ausgestrahlt eben anbietet und dann online. Wo wir dann natürlich auch zur Öffentlichkeitsarbeit und zum Marketing und Social Media kommen, weil das auch natürlich etwas Neues oder stärker geworden ist, ja, auch bei den Buchhändlern, richtig? Ja, richtig, genau. Also vor allem Facebook und Instagram, da muss man einfach ganz stark vertreten sein, finde ich, in der heutigen Zeit, um da seine Kunden noch zu erreichen. Vor allem jetzt auch mit den Veranstaltungen, die dann eben online waren und nicht in Präsenz. Da ist es schon sehr wichtig, dass man auf Social Media aktiv ist. Genau, und da sind natürlich junge Leute besonders gefragt, weil die wissen, wie es geht. Also gerade heute wieder im Gespräch gewesen mit einem Buchhändler, der gesagt hat, wir brauchen TikTok. Und da, genau, braucht man eben die richtigen Leute. Und das sind natürlich dann spannende Aufgaben, wenn man dann kreativ werden kann und einfach sich überlegen kann, okay, wie baue ich das Ganze auf, damit ich dann eben die richtigen Menschen anspreche. Ja. Genau,
Wollen Sie noch etwas ergänzen? Oder sollen wir zu den nächsten Punkten gehen? Man könnte vielleicht noch kurz erwähnen, dass eben die Veranstaltung, also das Online-Marketing ist natürlich in dem Bereich auch sehr wichtig. Was aber auch wichtig ist, dass wir zum Beispiel die Flyer, die wir haben, dann auch gezielt an unsere Kunden geben. Wenn ein Stammkunde zum Beispiel von einem Autor oder einer Autorin öfter mal die Bücher kauft oder sich die Bücher interessiert, dann schön, wenn man den persönlich in die nochmal. So, einmal ganz kurz, da ist gerade jemand, der hat sein Mikrofon an. Könnte derjenige das kurz mal, also könnten Sie einmal schauen, ob Sie alle Ihr Mikro ausmachen können, weil wir hier gerade so ein bisschen Geräuschkulisse haben, die nicht zum Gespräch gehört, glaube ich. So. Na, ich weiß nicht, wo das herkommt. Okay, aber jetzt wird es besser. Ansonsten schaue ich einfach, dass ich selber... Ach, ich habe es geschafft. Okay, jetzt, ich habe es schon stumm geschaltet. So, Entschuldigung. Herr Kahner, wollen Sie noch mal ganz kurz das noch mal sagen, weil das habe ich gerade tatsächlich akustisch nicht verstanden. Gerne. Also, es ist ja sehr wichtig, dass man nicht... Also, der Online-Bereich ist sehr wichtig, Social Media, aber es ist eben auch noch wichtig, dass man den Kunden auch persönlich, zum Beispiel in der Veranstaltung, empfiehlt. Wenn jetzt ein Kunde oder eine Kundin sich in einem gewissen Bereich interessiert oder man weiß, dass der Herr oder die Dame einen bestimmten Autoren oder eine Autorin gerne liest, dann kann man den auch direkt den Flyer in die Hand geben und sagen, wir haben da eine super schöne Veranstaltung, wollen Sie nicht vielleicht vorbeikommen? Ja, sehr schön. Die Kollegen dürfen natürlich auch noch was ergänzen, wenn sie möchten. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal zur nächsten Folie übergehen. Da geht es ja dann auch weiter. Naja, genau, das hatten wir jetzt natürlich noch nicht erwähnt. Vorgänge im Rechnungswesen bearbeiten gehört natürlich auch dazu. Das ist genau, also was man eben auch ist, man ist eben auch ein Kaufmann oder eine Kauffrau. Also, was braucht man noch als Buchhändler? Jetzt würde ich die Frau Senft und den Herrn Stampfel bitten, dass sie es auch einfach mal anfangen. Ja, können wir gleich machen. Also vieles haben ja jetzt schon Frau Müller und Herr Kahner auch gesagt. Mhm. Es ist wirklich wichtig, so ein empathisches Gespür zu kriegen für die Kunden. Man ist die erste Anlaufstelle und kann dann auch sehr schnell so ein bisschen erspüren, was erwarten eigentlich unsere Kunden für die jeweilige Buchhandlung. Es kann jetzt sein, dass man es so wie bei den beiden vorher sagt, die wollen eigentlich Mangas von uns und wir bauen eine Manga-Abteilung auf. Es kann auf einzelner Titelebene sein, weil man merkt, das ist jetzt gerade in den Medien groß besprochen. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man als Buchhändler relativ schnell mitkriegt, wo gehen die Interessen der Kunden hin und dann reagiert und das entsprechende anbieten kann. Genau, so, das wurde ja eben vorher von der Frau Müller wirklich schon alles gut ausgeführt, dieses Gespür und aber auch mitkriegen, was ist in der Stadt los, was ist in dem Umfeld los. Startet zum Beispiel gerade eine Stadt, liest ein Buch, startet, was läuft im Theater, was sind die Themen, die in der Zeitung präsent sind. Das gehört einfach auch dazu, zu wissen, in welchem Umfeld man sich bewegt, was bewegt die Menschen, die dann auch in die Buchhandlung kommen zum Einkaufen. Nichts passiert. Druckereischicht wechseln. Entschuldigung. Okay, und sicher. Entschuldigung. Genau, also sicherer, routinierter Umgang mit dem Computer und Internet. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass man diese ganzen Programme, die natürlich dann eben auch speziell für den Buchhandel da sind, dass man die alle gleich kennen muss. Das ist dann natürlich etwas, was man lernt während der Berufsschule und in der Praxis in den Buchhandlungen. Genau, aber ich glaube, dass wir mittlerweile in einer Generation angekommen sind, wo grundsätzlich eben die Kenntnis für Computer da sind. Das sehen wir ja jeden Tag bei uns im Laden auch. Das ist ein Thema, das ist, glaube ich, da haben ältere Buchhändler mehr dran zu knabbern gehabt. Die junge Generation, die jetzt kommt, die machen das sehr, sehr flott und sehr routiniert. Also das ist, glaube ich, wirklich kein Hinderungsgrund für den Beruf. Das gilt aber auch fürs betriebswirtschaftliche Know-how, was da oben steht. Also das soll jetzt auch bitte keinen abschrecken. Sie haben es auch vorher schon gesagt, es ist ein kaufmännischer Beruf, der Buchhändler, und man kann da auch viel lernen, nur man muss es nicht schon mitbringen.
Also ich finde, es ist eine gute Gelegenheit, dass man sich da wirklich im Alltag und mit den tatsächlichen Vorgängen damit vertraut macht. Man lernt da sehr viel. Dann gibt es natürlich auch noch die Berufsschulen. Da kriegt man dann den theoretischen Überbau. Also niemand muss vorher schon der große Betriebswirt sein. Aber man lernt da sehr viel in der Zeit. Genau, das gilt grundsätzlich für alles, was auf dieser Folie steht. Man braucht da jetzt keine Angst haben. Man lernt das. Man wächst da wirklich rein. Man weiß, worauf man hören. Also man kriegt mit der Zeit mit, worauf muss man hören. Man ist ja immer im Austausch auch mit Kollegen und kriegt da ganz, ganz viel mit. Wir hatten jetzt zum Beispiel gerade von der Frau Müller das Beispiel für betriebswirtschaftliches Know-how, was ja auch dazu gehört. Ich veranstalte eine Lesung, zu überlegen, rentiert sich das dann? Wie viel davon ist aber tatsächlich einfach Werbung, was man ja nie so berechnen kann? Also das sind Dinge, die auch zur Ausbildung und ganz klar zum buchhändlerischen Alltag gehören. Bis hin natürlich bis zur Rechnung, die kontrolliert werden muss. Stimmen die Konditionen? Wann muss die Rechnung wie bezahlt werden? Was glaub ich? Genau, das ist das Betrieb, weil da kann man vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen ins Detail, was bedeutet betriebswirtschaftliches Know-how? Was ist denn das eigentlich? Also geben Sie doch mal Beispiele aus dem Alltag. Zum Beispiel, wie kalkuliere ich eine Auslandsbestellung? Ich beziehe ein Buch aus Großbritannien, was inzwischen extrem schwierig ist, seit die nicht mehr in der EU sind, habe einen Einkaufspreis von 10 Pfund, habe aber Importkosten, habe Lieferkosten, habe Steuer. Was muss ich an den Kunden berechnen, damit ich nicht draufzahle? Ganz praktisches Beispiel. Wir haben ansonsten den Vorteil im Buchhandel, dass die Bücher preisgebunden sind. Das heißt, der Ladenpreis, der hinten aufgedruckt steht, ist ein fester Ladenpreis, der für alle Buchhandlungen in Deutschland gilt, der auch nicht unterwandert oder überboten werden darf. Und deshalb kalkulieren wir meistens vom Ladenpreis aus im Normalfall. Aber dann muss man auch gucken, stimmt der Rabatt, also stimmt das, was ich weniger zahle und einnehme, um alle Kosten dazwischen decken zu können, sprich alle Personalkosten, alle Mietkosten, Stromrechnung muss bezahlt werden, Desinfektionsmittel muss gekauft werden, aktuell ganz viel nach wie vor. Stimmt das am Ende? Kann ich davon leben und habe ich die Menge an Büchern richtig eingeschätzt? Das hat die Frau Müller vorher auch schon ganz schön gesagt. Habe ich in der richtigen Menge Bücher eingekauft oder habe ich viel zu viele Bücher eingekauft, die ich ja auch bezahlen muss, aber nicht verkaufen kann? Und vielleicht, das ist jetzt gar nicht so sehr betriebswirtschaftliches Know-how, aber wo man sehr schnell damit in Berührung kommt, ist das ganze Kassenwesen. Muss man auch dazu sagen. Auch sehr interessant, wie mache ich eine Kassenabrechnung? Wie funktioniert das eigentlich? Wo kommt eigentlich das Kleingeld her? Und lauter solche Dinge. Und was gibt es da für Möglichkeiten? Also es sind viele Teile, die man vorher vielleicht in seinem Alltag noch gar nicht so hinterfragt hat. Und dann sieht man mal die andere Seite, was so ein Händler eigentlich alles macht. Ja, da sieht man schon mal. Also da steckt jetzt also viel Literatur, Lesen, Rechnungswesen, Kommunikation, mit Menschen umgehen, Empathie. Also da steckt jetzt schon ganz schön viel drin, was wir jetzt gerade schon so abgesteckt haben, was eigentlich der Buchhändler oder die Buchhändlerin macht. Ich glaube, eins ist aber auch noch wichtig auf der Folie, was man schon mitbringen muss, glaube ich, für den Beruf, ist echt so eine gewisse Offenheit für Menschen. Also man muss sich klar machen, das ist ein Beruf, wo man sehr stark mit Menschen zu tun hat und denen auch nicht ausweichen kann. Also jemand, der sagt, na, ich habe es nicht so mit Menschen, sollte sich das vielleicht gut überlegen. Also da muss man eine Grundoffenheit und ein Grundinteresse mitbringen, dass man wirklich sich auch nicht aus der Ruhe bringen lässt. Auch von den unterschiedlichsten Kundenformen. Wir wissen alle, es gibt auf 90 super liebe Kunden, kommt dann vielleicht mal einer, der nicht ganz so nett ist. Und auch mit dem muss man umgehen können. Und da lernt man auch sehr vieles an Routine in der Ausbildung. Nur so eine Grundtendenz, so eine Grundoffenheit, ein Grundinteresse, was den Umgang mit Menschen angeht, den sollte man auf jeden Fall haben für den Job. Und zwar nicht nur mit Menschen, sondern eben auch mit Themen. Also nur weil ich mich nicht für Mangas interessiere, darf man nicht Menschen abstempeln, die sich für Mangas interessieren, weil es wahnsinnig tolle Bücher sind. Aber ich kann mich natürlich persönlich nicht für alles interessieren, muss aber offen dafür sein und jedem seinen Freiraum lassen. Also auch eine ganz große Toleranz braucht man und auch Neugier. Es ist immer sehr spannend, sich mit Menschen zu unterhalten, also Kunden, die sich für irgendwelche Themen interessieren, mit denen ich noch nie Kontakt hatte. Aber es ist einfach spannend. Man kommt zu guten Gesprächen dadurch.
Sehr schön, vielen Dank. Ich würde gerne noch was zu souveränes und freundliches Auftreten sagen, weil das ist auch am Anfang so ein bisschen abschreckend. Da braucht man aber auch keine Angst haben, man lernt es. Und souverän und freundlich, vor allem freundlich kann man immer sein. Und Souveränität lernt man. Und souverän sein heißt nicht, alles zu wissen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Kein Mensch, der nichts mit Jura zu tun hat, kann mit dem Begriff Habersack was anfangen. Das ist ein Nachschlagewerk mit deutschen Gesetzen. Aber das sind genau die Dinge, die lernt man im Laufe der Zeit, wenn man Abteilungen besucht, wenn man in der Ausbildung sie durchläuft oder auch später, wenn man sich einarbeitet. Und es ist nie schlimm, wenn man nachfragen muss bei Kunden. Niemals. Oder auch bei Kollegen. Und kein Kunde dieser, also bis auf den einen, den wir vorher schon hatten, nimmt einem das auch übel, wenn man was nicht weiß. Wenn man freundlich und souverän nachfragt. Und das finde ich ist auch ganz, ganz was Wichtiges. Einfach, man braucht keine Angst haben, Sachen nicht zu wissen. Und es begegnen einem immer Sachen, die man nicht weiß. Weil wichtig ist, dass man trotzdem freundlich darauf reagiert und richtig nachfragt und genau zuhört. Und das ist auch was Schönes, was für den Beruf auch ganz, ganz wichtig ist, genaues Zuhören. Mhm. Sehr schön. Jetzt haben wir hier unten natürlich auch Kreativität stehen. Das hatten wir vorhin vielleicht mal ganz kurz vergessen, weil das natürlich auch eine Aufgabe ist, unter anderem zum Beispiel die Büchertische herzurichten oder eben am Fenster ein bisschen zu dekorieren, dass man eben da eben teilweise auch. Es gibt natürlich dann auch vorgegebene Sachen, das kommt wahrscheinlich dann auch auf die Buchhandlung an, aber ich denke mal, dass es dann auch die Möglichkeit gibt, ein bisschen selber zu dekorieren. Ja, die Kreativität ist natürlich gefragt. Also man muss Tische dekorieren, man muss Fenster dekorieren, man muss im Regal auch die Präsentation immer wieder überdenken. Und es geht ja inzwischen viel weiter, wie wir auch schon hatten, dieser ganzen Social-Media-Bereich und auch Homepages speist sich ja auch aus dem, was in der Buchhandlung passiert. Sprich, man setzt da Bücher nochmal in Szene, sei es als Foto, sei es als Film, wie auch immer. Also dieser Kreativitätsbereich in diesem praktischen Sinn geht ja viel, viel weiter. Und man muss dann kreativ im Kopf sein, weil man manchmal ganz arg umdenken muss, wenn Kunden irgendwas fragen und eigentlich ganz was anderes wollen. Ja. Das gehört auch für mich zum Begriff Kreativität. Ja, genau. Und falls jetzt jemand Interesse hat von den Schülern, da ein bisschen mehr zu erfahren, einfach mal bei Instagram oder bei TikTok reinschauen BookTok googeln oder nicht googeln, BookTok suchen oder Bookstagram suchen. Da findet man dann auch immer wieder so kreative, schöne Geschichten, die sich dann eben diejenigen ausdenken oder einfach selber bauen, um das Buch in den Vordergrund zu stellen. So, jetzt kommen wir mal zu der Ausbildung im Buchhandel. Wir haben mit dem Buchhändler gesprochen, was man als Buchhändler mitbringen muss. Das bedeutet aber nicht, dass das etwas ist, was man von Anfang an können muss, sondern es gibt natürlich eine Ausbildung dafür. Deswegen sind wir ja hier. Und hier werden jetzt die Frau Bertram Kempf, der Philipp, vielleicht ein bisschen erzählen. Frau Bertram Kempf, wollen Sie starten? Jawohl. Kann ich machen. Auch hier ist schon einiges von meinen Vorrednern gesagt worden. Vielen Dank. Oftmals kommt ja das Argument, ich lese gerne. Ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, aber eben einfach nicht alles, was wir im Buchhandel brauchen vorher. Wir sind Kaufleute, wurde ja auch schon mal wieder betont. Das lernt man auch in der Ausbildung. Es muss aber bewusst sein, dass wir ganz viel auch mit Zahlen zu tun haben, Buchstaben und Zahlen, und dass wir, je nachdem, in welchem Unternehmen man lernt, ob klein oder groß, dass wir einfach alles machen, quer durch den Gemüsegarten, dass wir mit Zahlen zu tun haben, mit Kassensystemen zu tun haben, dass wir ganz, ganz viel mit Menschen zu tun haben, was sehr bereichernd ist. Manchmal auch nervend, wie sagte einer Kunde.
dass wir auch für Ordnung sorgen müssen im Laden, dass, wenn Lieferung kommt, die Behältnisse verräumt werden müssen, wenn wir keine eigene Packabteilung haben, dass Regale sauber gehalten werden müssen, auch wenn ich in einem größeren Unternehmen bin und eine Abteilung habe, dass man also auch vor dem Staubbedelkorb Angst haben sollte. Das sind alles wichtige Voraussetzungen. Dann nicht zu vergessen sind natürlich die Arbeitszeiten. Bei mir persönlich, wenn es heißt, muss ich denn samstags arbeiten, ist ein Gespräch beendet, weil, da bin ich gnadenlos, wir haben einfach eine Arbeitszeit Montag bis Samstag und das muss einem bewusst sein. Aber dieser Ausgleich für den Samstag erfolgt dann mit einem freien Tag unter der Woche oder auch mal mit einem langen Blockwochenende. Das sind alles Dinge, über die man verhandeln kann, aber prinzipiell haben wir eine Arbeitszeit Montag bis Samstag. Wobei der Samstag, das bedeutet allerdings dann nicht, dass man jeden Samstag arbeiten muss, sondern dass man sich das eben aufteilt. Manchmal auch sogar Freitag bis Montag dann, je nachdem, wie es sich ergibt einfach. Es muss einem bewusst sein, ist aber auch nichts Abschreckendes, ich weiß es im Vorfeld. Und Samstage haben immer einen ganz besonderen Flair zu arbeiten, muss man auch sehen. Im Regelfall, wobei das natürlich im Einzelhandel eigentlich eine Normalität ist. Ja. Also die Buchläden sind nicht die einzigen Läden, die offen haben. Das ist ja klar, sondern genau, das gehört, ist einfach, gehört zum Alltag da dazu. Ja. Genau. So. Voraussetzungen für die Ausbildung im Buchhandel. So, da würde ich doch jetzt mal vorschlagen, wenn wir ja schon jemanden haben, der jetzt gerade frisch angefangen hat, Ausbildung zu machen. Herr Kana, ich rufe Sie auf die Bühne. Wollen Sie vielleicht einmal ganz kurz von sich selber erzählen, wie Sie zu Ihrer Ausbildung gekommen sind und uns gerne auch noch mal ein bisschen genau die Voraussetzungen grundsätzlich erläutern? Sehr gerne. Also der Schulabschluss ist natürlich auch ein Thema. Ich persönlich habe jetzt die Wirtschaftsschule gemacht. Das ist im Endeffekt eine mittlere Reife, wo man dann auch ein bisschen Einblick ins Kaufmännische bekommt. Das fand ich ganz gut, weil somit bin ich nicht ins kalte Wasser gefallen, was das Kaufmännische angeht. Wobei ich auch glaube, dass jeder Ausbilder einen da auch nicht ins kalte Wasser schubsen wird. Also keine Sorge an der Stelle. genau, Abitur. Ich habe in meiner Klasse mitbekommen, viele Leute haben auch in die literarisch-sprachliche Richtung studiert. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Was ich nur wirklich eine tolle Sache finde und auch jedem ans Herz legen kann, sind Praktika. Darüber bin ich in den Beruf auch gekommen. Und am Anfang dachte ich mir, wie auf der vorigen Folie, ich lese gerne. gemerkt, dass es nicht nur mit Lesen zu tun hat, sondern auch andere Interessenspunkte hat, habe ich dann wirklich im Praktika. Ich habe schon sehr viele Praktika im Buchhandel gemacht, auch hier in der Buchhandlung am Partnerplatz. Und ja, da kann man einfach wunderschöne Erfahrungen sammeln, kann schauen, ob das mit dem Kundenkontakt was für ihn ist, sieht dann auch wirklich mal, dass es mit der Kasse gar nicht so abschreckend ist. Davor hatte ich am Anfang wirklich am größten Angst, dass ich da irgendwie einen Rechenfehler reinbringe oder was falsch mache. Aber das ist nicht so schwer. In dem Fall sieht man natürlich ganz gut. Genau. Und es macht auch wirklich Spaß, wenn man zum Beispiel dann auch schon Erfahrungen sammeln kann und Sachen empfehlen kann und da sozusagen auch positives Feedback von den Kunden kriegt, indem man dann Lächeln sozusagen zurückkommt oder auch mal ein paar Wochen später der Kunde nochmal vorbeikommt und sagt, das war eine super Empfehlung. Genau. Ja. Detektivische Spürnase, das hatten Sie wahrscheinlich auch vorhin schon, ne? Dann gemeint, so, wenn man einen Kunden dann da hat, der jetzt einen Titel nicht wirklich weiß, sondern aber irgendwie anfängt zu erklären. Genau, das hilft wahrscheinlich auch, wenn man die Ausbildung schon startet, dass man da schon mal so ein bisschen so Interesse dazu hat. Und auch Spaß dann hat, zu suchen, also, rumzuknobeln. Ich freue mich tatsächlich jedes Mal, wenn ich am Verzweifeln bin und mir denke, was ist es denn für ein Buch? Und wenn ich es dann finde, der Moment, der ist wirklich schön, wenn man es dann selbst finden kann. Also kann ich wirklich empfehlen, das Erfolgserlebnis des Tages, wenn man nach einem Buch sucht und es findet. Genau. Super, genau. Und der Schulabschluss, mittlere Reife oder Abitur, das variiert auch ein bisschen bei den Buchhandlungen eben. Genau, aber
das, ich glaube, der erste Schritt ist erstmal einfach nachfragen. Ne? Oder? Es steht ja auch oft bei den Stellenanzeigen dabei. Oder auch wenn man, wie vorhin erwähnt, ein Praktikum macht, dann kann man auch ganz gut mal nebenbei mal die Kolleginnen und Kollegen fragen. Mhm. Und zu dem Praktikum, wie sind Sie dazu gekommen? Also haben Sie selber einfach mal nachgefragt oder? Ich habe tatsächlich einfach mal zum Telefonhörer gegriffen und angerufen. Die Buchhandlung war mir aus der Kundensicht schon bekannt. Ich denke, jeder hat eine Buchhandlung in der Nähe, wo er mal nachfragen kann. Und da einfach mal anrufen. Die Mitarbeiter sind nett und es findet sich immer ein Zeitpunkt. Ich habe dann auch danach, als ich das noch intensivieren wollte, mal in der Weihnachtszeit ausgeholfen. Das ist auch vielleicht ganz schön, wenn man gerade noch am Studieren ist, das zu wissen und man damit gleich noch weiter praktische Erfahrung gleich in dem Bereich. Mhm. Eine sehr intensive Zeit aber. Also natürlich super zum Lernen und wahrscheinlich ist der Bedarf dann einfach auch nochmal größer für Hilfe. Dann kann man das sicherlich auch nochmal, hat man nochmal mehr Möglichkeiten, sich zu bewerben, um ein bisschen mitzuhelfen. Aber sicherlich auch, genau, Weihnachten ist ja ganz schön viel los. Ja, super. Dann schauen wir doch mal weiter. Wie baut sich die Ausbildung auf? Frau Gelitzer, unsere Berufsschulrepräsentantin, möchten Sie mal ganz kurz dazukommen? Ja, gerne. Steht da ja schon, es ist eine duale Ausbildung. Das heißt, neben der Ausbildung in der Buchhandlung, über die wir jetzt ja schon einiges gehört haben, steht eben auch die Zeit in der Berufsschule. Kann man sagen, das ist pro Jahr so ungefähr ein Drittel der Ausbildungszeit in der Schule und zwei Drittel im Betrieb. Hier steht so schön Ausbildungsdauer 3 Jahre, verkürzbar auf 2,5 oder 2 Jahre. Also die allermeisten unserer Schüler haben tatsächlich 2,5-jährige Verträge. Wir sehen auch einige mit 2-jährigen Verträgen. Die 3 Jahre ist es eigentlich eher selten und eher so ein Modell, sage ich mal, wenn man sagt, ich glaube, diese Ausbildung wird mich sehr, sehr fordern, dass man dann vorsichtshalber mal auf 3 Jahre geht. Zur Arbeitszeit, ich nehme an, das ist jetzt die Zeit aus dem Tarifvertrag für Bayern. Es variiert, ne? Genau, ich habe jetzt mal Arbeitszeit 37, aber es variiert natürlich. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Das muss man auch sagen, es gibt solche, die machen 37,5, es gibt solche, die machen 40. Das ist aber auch etwas, was man, glaube ich, im Gespräch, oder? So ein bisschen einfach ausmacht mit den Ausbildern und genau. Ja, beziehungsweise wenn ein Unternehmen tarifgebunden ist, dann hat es dieses 37,5 Stunden und dann sind es auch die 30 Tage Urlaub, soweit ich das im Kopf habe. Genau. Mhm. Ja, zu den Prüfungen. Schriftliche Zwischenprüfung bis hierhin olympisches Motto. Man muss diese Prüfung ablegen, um zugelassen zu werden für die Abschlussprüfung. Aber im Gegensatz zu manch anderem Ausbildungsberuf haben wir im Buchhandel noch nicht die gestreckte Prüfung. Das heißt, in der Zwischenprüfung kann noch nichts passieren. Was bedeutet das denn? Wann findet die statt? Wann ist das? Die sollte ungefähr zur Hälfte der Ausbildung stattfinden. Das heißt, bei 2-jährigen Vertrag oder 2,5-jährigen ist es meistens so nach einem Jahr etwa der Ausbildung. Und wenn man eben einen 3-jährigen Vertrag hat, dann nach 1,5 Jahren, sodass man einfach noch die Gelegenheit hat, dagegen zu steuern. Also die Zwischenprüfung ist ursprünglich gedacht vom Berufsbildungsgesetz als so ein Feedback auch gerade für den Betrieb. Wie gut läuft die Ausbildung? Wo steht der Auszubildende? Muss da vielleicht noch was getan werden. Und wie genau kann man sich so ein Ausbildungsjahr, jetzt sagen wir mal, wir fangen jetzt gerade an, wie läuft das ab? Also welche, was gibt es, sind das Klassen oder gibt es, was für Kurse gibt es da, wie heißen die? Ja, wir haben Kurse, aber da würde ich ehrlich gesagt dann bei der nächsten Folie ganz gerne auch drauf eingehen. Mhm. Sollten wir noch ein bisschen über die schriftliche und mündliche Prüfung sprechen. Und da sind dann ja auch die Frau Bertram Kempf und der Herr Stampfel, glaube ich, mit angesprochen, was die mündliche Prüfung angeht. Schriftliche gliedert sich in 3 Fächer, kann man sagen. Das eine heißt Geschäftsprozesse des Buchmarkts, ist also wirklich so das Kerngeschäft des Buchhändlers, was da abgebildet ist, ob das jetzt nun
der Verkauf ist, ob das der Einkauf ist, ob das das Marketing ist, alles das findet sich in diesem Prüfungsfach eben wieder, macht auch prozentual den größten Teil am Prüfungsergebnis aus, nämlich 40% vom Prüfungsergebnis. Dann gibt es ein Prüfungsfach, das heißt kaufmännische Steuerung, Controlling und Warenwirtschaft, wenn mich nicht alles täuscht. Also nageln Sie mich nicht fest, es läuft eigentlich immer unter dem Alias-Namen Rechnungswesen, der wahrscheinlich dann doch irgendwo bekannter ist. Ja, da geht es tatsächlich dann mit den Zahlen zur Sache, aber auch das ist machbar, wie ja heute schon mehrfach gesagt wurde. Man kann das alles lernen, kein Problem. 20% des Prüfungsergebnisses und dann gibt es noch einen dritten Teil in der schriftlichen Abschlussprüfung. Das ist das Fach Wirtschafts- und Sozialkunde, wo es eben, wie der Name schon sagt, um Volkswirtschaft geht, aber eben auch alles Mögliche, zum Beispiel zum Arbeitsrecht etc. Dieses Fach macht nur 10% vom Prüfungsergebnis aus. Und man würde die schriftliche Prüfung sogar bestehen können, wenn man zweimal die 5 hat. Man müsste dann halt bei einem Fach, wo man die 5 gemacht hat, noch eine mündliche Ergänzungsprüfung machen. Kommt sehr, sehr selten vor. Also die Buchhandels-Azubis kommen eigentlich problemlos durch diese schriftliche Prüfung. Manche zwar mit einer nicht so tollen Note da in Rechnungswesen, aber eigentlich ist diese mündliche Ergänzungsprüfung wirklich der absolute Ausnahmefall. Ja, und zum Mündlichen würde ich jetzt eigentlich wirklich gerne an Herrn Kempf und den Herrn Stampfel übergeben, auch wenn ich mit im Ausschuss sitze, aber ich glaube, die können das noch ein bisschen besser schildern als ich. Ja, bei der mündlichen Prüfung bekommt der Prüfling eine Aufgabe gestellt, entweder zur Gestaltung einer Warengruppe oder aber für einen buchhändlerischen Prozess, sprich eine Veranstaltung zum Beispiel oder einen Büchertisch, hat Zeit, 24 Stunden das vorzubereiten und muss darauf uns dann in der mündlichen Prüfung dieses Konzept präsentieren. Und wir fragen dann nach und führen noch ein kleines Fachgespräch einmal. Und auch bei diesen Dingen keine Angst, wenn einer oder jemand, ich sage immer, eine Abteilung ganz in Lilla einfärbt und uns plausibel verkauft, warum das für ihn die optimale Lösung ist, dann ist das völlig in Ordnung. Auch hier ist wieder die Kreativität gefragt, die Plausibilität, um uns zu überzeugen, weil auch wir haben nicht das Nonplusultra, sondern sind immer wieder gespannt auf neue, wirklich spannende Ideen, die da auch kommen und die auch wir mitnehmen dürfen. Ja, und wenn Frau Gillitzer gesagt hat, die Buchhändler kommen problemlos durch die schriftliche, dann gilt es umso mehr noch für die mündliche. Also das ist eigentlich wirklich nichts, was einem Sorge bereiten sollte. Wie Frau Bertram-Kempf sagt, wenn man seine Ideen mit Begeisterung und gut rüberbringt, dann ist das eine wunderbare Sache. Kann dann hoffentlich auch sogar dem Prüfling Spaß machen, so ein Vortrag. Und wir hatten auch schon Abschlussprüfungen, die dann wirklich so in den Läden verwirklicht worden sind. Grandios einfach. Ja, also man sollte vielleicht dazu sagen, das, was Frau Bertram-Kempf gerade anspricht, das ist das sogenannte buchhändlerische Projekt als Schwerpunkt eben in dieser mündlichen Abschlussprüfung. Und da haben wir wirklich tolle Sachen schon gesehen, die da realisiert wurden. Also nicht nur Lesungen, auch ganz andere Arten von Veranstaltungen, die da konzipiert wurden. Und das Schöne für den Prüfling ist, dieser Teil der Prüfung macht nochmal 30% vom Gesamtergebnis aus. Also man kann da wirklich nochmal was rausreißen auch. Sehr schön. Dann würde ich jetzt die nächste Folie machen. Ja? Ja, gerne. So, wie lernt man in der Berufsschule? Also wir haben einen sehr großen Schulsprengel, das heißt, zu uns kommen die Azubis aus ganz Südbayern, sprich Oberbayern, Niederbayern, Schwaben. Zu den Kollegen in Nürnberg kommen da die Azubis aus ganz Nordbayern, also die drei fränkischen Regierungsbezirke plus die Oberpfalz. Und weil der Schulsprengel so groß ist, haben wir Blockunterricht. Das heißt, von den 12 Wochen, die wir so in einem normalen Schuljahr die Buchhändler bei uns sehen, sind sie
so 3 oder 4 Mal für Blöcke von 4 oder 3 Wochen eben bei uns. Bedeutet für die Auswärtigen, die also weiter zu fahren haben, denen es einfach nicht zuzumuten wäre, dass sie da täglich pendeln, dass sie Anspruch haben auf eine Wohnheimunterbringung, sobald die Fahrzeit eben entsprechend lang ist. Da berät unser Sekretariat sie gerne. Die berechnen das und sagen ihnen dann auch, wohin sie sich wenden können. Es gibt ganz, ganz viele sehr unterschiedliche Wohnheime hier in München. Es gibt ein Wohnheim, die haben ein Schwimmbad. Es gibt ein anderes, die haben auf Einzelzimmern Fernseher. Es gibt Wohnheime, die unheimlich behütend sind. Also wo, wenn ein Azubi sagt, kommt jetzt früher aus der Schule zurück, weil es ihm nicht gut geht, dann die Wärmflasche gebracht wird. Also ich glaube, da findet jeder das passende Wohnheim, wenn er denn eben ins Wohnheim gehen darf während der Schulzeit. Und die Tage bei uns sind lange Tage, muss man sagen. Also es ist schon eine Umstellung gegenüber der allgemeinbildenden Schule, weil wir an den Tagen Montag bis Donnerstag eine wirkliche Ganztagsschule sind. Also von 8.30 Uhr bis 3:45 Uhr geht es bei uns. Und am Freitag, da machen wir dann tatsächlich schon um 13.15 Uhr Schluss, eben wegen der Auswärtigen auch. Insgesamt haben sie in der Woche 39 Stunden Unterricht. Davon sind 25 Stunden tatsächlich eben der buchhandelsbezogene Unterricht. Dazu kommt dann eben noch allgemeinbildender Unterricht, also in Sozialkunde, beziehungsweise jetzt hat das Fach ja einen neuen Namen gekriegt. Jetzt heißt es Politik und Gesellschaft. Dann haben wir ein Kurssystem, wo wir den Unterricht für Deutsch und Religion beziehungsweise unser Plusprogramm abwickeln. Also wer über Abitur verfügt, wer schon eine abgeschlossene Ausbildung hat, wer älter als 21 ist, ist unabhängig von seinem Schulabschluss nicht mehr verpflichtet, einen Religions- und Deutschunterricht zu besuchen. Und dem bieten wir da eben eine ganz tolle Auswahl an Kursen. Finden Sie auch auf unserer Homepage. Ich stelle nachher noch den Link zu unserer Homepage hier in den Chat. Wenn Sie da drauf schauen wollen, können Sie sich ein bisschen über unsere Kurse informieren. Für die Buchhändler natürlich ganz besonders wichtig, unsere Kurse in Literatur. Wir bieten da also internationale Literatur über 2 Jahre hinweg als Kurs an. Sie können aber auch ganz andere Sachen machen, ob das jetzt der Photoshop ist, der natürlich auch für einen Buchhändler sehr nützlich sein kann, wenn man eben in der kleineren Buchhandlung hier seine Werbemittel selber gestalten möchte. In die gleiche Richtung geht es, wenn Sie bei uns InDesign machen. Wir haben digitale Fotografie, wir haben Existenzgründung und Businessplan. Auch das ist vielleicht für Buchhändler sehr interessant, wenn Sie mal eine kleine Buchhandlung später auch übernehmen wollen, was also jetzt wirklich schon mehrere unserer Schüler in den letzten Jahren getan haben und die auch erfolgreich sind. Also eine Riesenauswahl. Berufsschule ist, weiß Gott, nicht Kippschule. Ich weiß, dass das für manche mit Abitur so ein bisschen ist. Naja, und dann komme ich da in die Berufsschule. Aber also wir sind da schon ganz anders unterwegs, als man sich das vielleicht vorstellt. Als mir die Frau Ulrich die Präsentation geschickt hat und ich dieses Eingangsbild da gesehen habe, wo so ein Schulraum ist mit einer Kreidetafel, da musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil Kreidetafeln gibt es bei uns schon lange nicht mehr. Wir haben in allen Klassenzimmern Beamer, wir haben WLAN, wir haben auch iPads, wir haben jede Menge andere Computer und der Philipp wird bestätigen können, dass wir die auch immer wieder einsetzen. Eine Schülerin hat mich gefragt zu Beginn des Schuljahres, ob sie ihr iPad bei uns benutzen darf. In ihrer vorherigen Ausbildung durfte sie das nicht. Ja, herzlich gerne. Ja. Also wir wissen, dass das einfach auch wichtig ist, mit dem Computer entsprechend umgehen zu können. Und sie können das bei uns auch lernen, wenn sie es nicht schon können. Mhm. Ja. Also eine Schulzeit, die dann eben über blockweise geht und in der Zeit ist dann eben nicht Buchhandelpraxis angesagt, sondern man ist dann eben in der Schule und dort arbeitet man dann, macht seine Projekte, macht seine Hausaufgaben, hat seine ganzen Mitschüler, mit denen man sich natürlich dann auch irgendwie treffen und vernetzen kann, genau.
Ja, absolut. Und ich meine, Sie haben gerade das Stichwort Hausaufgaben gesagt. Also Hausaufgaben gibt es bei uns eigentlich nicht, weil wir eben so eine Ganztagsschule sind. Das kann höchstens mal vorkommen, dass eben in kaufmännischer Steuerung die Anregung gegeben wird, dass man vielleicht noch ein bisschen übt. Aber an sich haben wir keine Hausaufgaben. Wir unterrichten handlungsorientiert. Also bei uns kann man während des Unterrichts auch schon viel machen und wird nicht einfach nur zugeschwollt. Sehr gut. Sehr schön. Ja. Ja, will Philipp noch was dazu ergänzen? Er ist ja tatsächlich in der Berufsschule in München. Also ich würde gerne auf jeden Fall sagen, dass ich es sehr gut finde. Also die Schule ist wirklich technisch gut organisiert und versiert. Und ich habe jetzt auch seit gestern oder vorgestern mir ein iPad zugelegt. Dann kann man auch, selbst wenn man auf dem iPad schreibt, das vorne hinprojizieren. Und also es funktioniert, soweit ich das jetzt beurteilen kann, reibungslos. Mhm. Und ja, ich finde es auch schön, dass wenn man in der Praxis halt die Inhalte wirklich in der Buchhandlung lernt und dann mal die Hintergründe teilweise noch dazu jetzt im Unterricht erfährt und dann manche Sachen einfach besser zu verstehen sind. Und das ist ganz wichtig im Endeffekt. Also es ist jetzt nicht, dass man, oh mein Gott, die erzählen mir nur langweilige Sachen, aber das ist einfach das komplette Gegenteil. Es ist nicht so stupide wie auf den normalen Schulen bis jetzt. Ja. Sondern wirklich locker. Allerdings nicht so locker, dass man nichts lernt. Also. Super, das ist gut. Sehr gut. Frau Gelitzer hat gerade schon den Link von der Berufsschule geschickt. Ich werde den im Nachgang dann, sobald das YouTube-Video dann auch wieder online gestellt wird, werde ich den Link dann auch nochmal darunter setzen. Das würde ich dann immer auch für die Berufsschule in Nürnberg natürlich machen. Genau. Dann schauen wir doch mal weiter. In der Praxis. Wie lernt man während der Ausbildung in der Praxis? Das bedeutet in der Buchhandlung selbst. Das Wort geht jetzt an Frau Müller, Frau Senft und falls er wieder möchte, der Philipp. Genau, also wie lernt man während der Ausbildung in der Praxis? Also im Grunde lernt man da alles. Ich finde, also man muss dem Azubi natürlich alles zeigen, was wichtig ist in einem Beruf. Zum Beispiel, man zeigt ihnen die verschiedenen Abteilungen, die es gibt in der Buchhandlung und dann wird er auch immer so für ein paar Wochen oder Monate einfach nur in der Abteilung eingesetzt zum Beispiel. Und man gibt dem Azubi zum Beispiel auch Unterweisungen und Lehrgespräche und man setzt sich dann einfach zusammen und erklärt ihnen jetzt zum Beispiel irgendwie, wie man jetzt Rechnungen schreibt für Geschäftskunden zum Beispiel. Und da nimmt der Azubi einfach ganz viel mit, finde ich. Und wenn man dem Azubi auch eine Aufgabe gibt, das haben wir jetzt, also beim Philipp jetzt nicht gemerkt, weil Philipp einfach schon seit 5 Jahren bei uns Praktikum gemacht hat. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auch Praktikanten haben, man gibt denen eine Aufgabe und man muss eben dann schon schauen, dass man die dann, man kann die schon selbstständig arbeiten lassen, also das finde ich schon, aber man sollte es hinterher auf jeden Fall kontrollieren, weil anfangs macht man einfach noch Fehler und ich finde, man kann auch nicht alles von Anfang an wissen und Fehler machen ist einfach menschlich und dann kann man sich auch immer noch im Nachhinein zusammensetzen und nochmal darüber sprechen, über die Aufgabe und so lernt man einfach mit der Zeit alles und irgendwann hat man die Routine und dann passt es einfach. Also es ist ein praktisches Arbeiten mit Feedback, mit ständigem Feedback. Ne? Ja, genau. Ganz gut ist, denke ich, auch einfach Fragen stellen. Also es gibt keine blöden Fragen, wenn man das mal so sagen kann. Ja, richtig. Deswegen, glaube ich, hat meine Ausbilderin 100.000 Fragen gestellt. Und es gibt keine blöden Fragen. Einfach nachfragen, dass es für jeden Vorteil hat. Für die ausbildenden Betriebe, für einen selbst, wenn man was lernen möchte. Und für die Kunden natürlich, wenn es reibungsloser läuft, auch. Ja, und also, aber wie kann man sich jetzt vorstellen? Also, du gehst jetzt in die Buchhandlung rein, bist jetzt gerade neu, hast frisch angefangen. Dann wird dir eine Aufgabe gestellt. Was sind denn so die ersten Aufgaben, die man
als ein frischer Auszubildender bekommt. Also ich würde sagen, als allererstes zeigt man dem Azubi, wie die Buchhandlung aufgebaut ist. Also man zeigt ihm so die einzelnen Abteilungen und worauf man da einfach ein bisschen achten muss, dass der Azubi auch so ein bisschen Gespür dafür entwickelt, welche Bücher wir überhaupt im Sortiment haben, was wo ungefähr ist, falls ein Kunde mal nachfragt, keine Ahnung, der Kunde möchte jetzt ein Krimi, dass der Azubi sagen kann, ja, da vorne in der Ecke. Also der Azubi sollte dann eigentlich mit dem Kunden auch mitgehen, also niemals dem Kunden einfach nur dahin schicken. Genau, und so, dass der Azubi einfach mal von Anfang an eben sich mit der Buchhandlung auseinandersetzt, ein bisschen weiß, was wo ist. Und dann zeigt man ihm, wie man so die Bücher bestellt, zum Beispiel, wie man das Computersystem bedient. Und dann gibt man ihm zum Beispiel die Aufgabe, ja, dass er mal ein Buch suchen soll im System, und dann tippt er das eben im Computer ein, und dann so Aufgaben zeigt man dem Azubi, finde ich, am Anfang, dass er einfach so ein bisschen mal Einblicke kriegt, wie das eigentlich so funktioniert. Frau Senf, wollen Sie auch noch was hinzufügen? Ja, also wir versuchen tatsächlich auch die Azubis so in der ersten Woche auch definitiv nicht allein zu lassen im Laden. Also wirklich, man muss sich ja erstmal einleben, damit sich dieser Mensch, der Buchhändlerin oder Buchhändler werden will, auch wohlfühlt in diesem Umfeld und weiß, wie die Frau Müller gerade schon gesagt hat, wo was ist ungefähr. Also wir gerade in den ersten Wochen nehmen wir die Azubis ja immer wieder raus, versuchen im Hintergrund eben die Programme zu zeigen, aber trotzdem immer wieder auch im Laden natürlich. Und so allererste Aufgaben sind tatsächlich Regale alphabetisieren nach Autorenalphabet. Und das ist jetzt nicht Schikane, das gehört zu unserem alltäglichen, zu unseren Arbeiten jeden Tag. Und man lernt unglaublich dabei, welche Bücher in diesem Regal stehen. Und das ist ja genau das, was wir als Buchhändler dann auch wissen müssen, wo stehen die Bücher. Also darum bei uns eben am Anfang auch so langsames Hinführen, und dann ist es bei uns zum Beispiel so, dass eben auch die Azubis die verschiedenen Abteilungen durchlaufen und dann je nach Abteilung auch andere Schwerpunkte natürlich haben. Also eine Kollegin macht mehr Feinheiten Warenwirtschaftssystem, andere Kollegen machen mehr Feinheiten wie ist Firmenkundenbetreuung. Alle Kolleginnen und Kollegen versuchen mit dem Auszubildenden auch Kundengespräche durchzuspielen oder auch mal Feedback zu geben, wie war das Kundengespräch. Was wir zusätzlich zu dieser Praxis auch noch machen, nennt sich bei uns Kinderstunde, sprich betriebsinterner Unterricht. Ist in unregelmäßigen Abständen, weil alles andere machen wir einzeln mit den Azubis. Auch Gespräche finden natürlich einzeln statt. Aber wir versuchen immer wieder, die Azubis, wenn es mehrere in einem Haus sind, auch zusammenzunehmen und zu einem Thema mal rauszunehmen und zu sagen, okay, heute erzählen wir mal was, wie kommen unsere Titel in den Katalog, den wir zweimal im Jahr rausbringen oder irgend sowas in dieser Art. Und was auch noch ist, wenn dann Auszubildende schon eben im zweiten Lehrjahr sind, dass man auch ihnen auch feste Aufgaben schon zuteilt oder auch mal Urlaubsvertretungen machen lässt. Immer natürlich mit Ansprechpartnern, die da sind für Nachfragen, die auch dazwischen mal einfach kommen und sagen, funktioniert alles, brauchst du irgendwo Hilfe, soll ich wo drüber schauen? Aber auch mal schon selbstständig das Üben. Wie mache ich die Regalpflege? Wie schaue ich, dass täglich der Buchbestand aktuell ist? Also wirklich schon das selbstständige Arbeiten wird auch gegen Ende der Ausbildung immer, immer wichtiger. Wir bilden ja schließlich für die Zukunft aus. Und jetzt eine Frage, weil das hatten wir, glaube ich, jetzt vorhin auch vergessen zu sagen. Wann fangen denn die Ausbildungen an? Gibt es da bestimmte Zeiten, wann man beginnt? So Schuljahre? Wir nehmen immer.
Wir nehmen, also bei uns kann man grundsätzlich immer anfangen. Der klassische Zeitpunkt ist August oder September. Aber wir nehmen tatsächlich jederzeit, bei uns kann man jederzeit anfragen. Man muss dann immer mit der Schule klären, wie es da gerade ausschaut, wie das dann funktioniert. Ich zum Beispiel habe meine Ausbildung am 1. April begonnen. Also wir, wir nehmen grundsätzlich sie auch jederzeit in die Klasse auf. Es hängt halt ein bisschen davon ab, ob sie schulpflichtig sind, wie lange ihr Vertrag läuft, ob man sagt, naja, wir würden dich zwar jetzt nehmen, aber du kommst besser erst im nächsten September zu uns. Für alle, die jetzt noch kurz entschlossen sind, es gibt immer noch Lehrstellen da draußen. Wenn sie jetzt noch im Oktober einen Vertrag abschließen, laufen sie noch in denselben Prüfungstermin rein wie die Leute, die zum 1. August oder zum 1. September die Ausbildung begonnen haben. Kann sie nur ermuntern. Vielen Dank. Ja, super. Also ich sage jetzt nochmal, es können natürlich auch Fragen gestellt werden, aber ansonsten heben wir es natürlich auch gerne für den Schluss auf, wenn da noch Fragen offen sind. Genau, wenn die Kolleginnen hier noch etwas ergänzen wollen, natürlich immer gerne. Genau, sonst kommen wir jetzt erst einmal zu dem, was, das ist dann natürlich weit in der Ferne, aber da können wir jetzt erstmal die Ausbildung machen und dann geht es weiter. Aber trotzdem wollten wir einmal ganz kurz hier einen Blick auf die Möglichkeiten danach werfen. Genau. Frau Bertram-Kempf, wollen Sie vielleicht starten? Ja, kann ich gern machen. Also nach der Ausbildung sind viele, viele Wege offen, weiterzumachen und auch Karriere zu machen im Buchhandel. Man kann eben, wenn man im Haus bleibt, wo man, in dem man gelernt hat, kann man sich intern auf Stellen bewerben. Wir haben viele Azubis, die wir auch oftmals fragen nach der Prüfung, ob sie bleiben können im Haus, die übernommen werden und dort dann in der Tat wirklich Abteilungen leiten können. Man kann sich mit einer eigenen Buchhandlung selbstständig machen, was einige auch machen, sehr erfolgreich gestalten. Man kann Tagesseminare machen zu speziellen Gebieten. Was ich zum Beispiel mache, ich habe jetzt erst letzten Sonntag eins gehabt, zum Basiswissen-Buchhandel für Quereinsteiger. Sowas kann man machen, was sich mit der Zeit entwickelt. Es gibt natürlich Lehrgänge und Studiengänge, die man besuchen kann. Viele haben immer den Traum, sie wollen dann in den Verlag gehen. Mittlerweile schwierig, aber natürlich immer einen Versuch wert, als Quereinsteiger im Verlag dann aufzubauen. Und beratende Tätigkeiten für Buchhaltung ist, dass man einfach Kollegen hilft, die meinetwegen in Liquiditätsschwierigkeiten sind, die zu speziellen Themen was wissen möchten, zu Einkaufsgewohnheiten im Buchhandel. Sowas kann man auch auf eigene Rechnung machen, wenn man jetzt keine Consulting-Agentur hat. Ich werde auch des Öfteren von Kollegen angefragt, ob wir nicht mal über Auswertungen schauen können, gerade wenn es Liquiditätsengpässe gibt oder sowas. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, noch nach der Ausbildung einen spannenden Beruf neben dem Verkauf im Laden zu haben. Genau. Und Weiterbildungsmöglichkeiten, Herr Philipp, Frau Senft, Sie hatten ja erzählt, dass Sie den Buchhandelsfachwirt gemacht haben, richtig? Ich habe zum Beispiel den Buchhandelsfachwirt, für alle, die noch nie das Wort Fachwirt gehört haben, was vermutlich so ist, das ist letztendlich die Ausbildung. Im Handwerk gibt es die Meisterausbildung und für den Handel gibt es die Fachwirtausbildung, ist letztendlich gleichzustellen. Ich habe die Fachwirtsausbildung eben speziell für den Buchhandel gemacht. Das ist in Frankfurt, gibt es eine eigene Buchhändlerschule, wo man diese Ausbildung machen kann. Letztendlich sind es genau die Inhalte, die man in der Ausbildung auch hat, nochmal vertiefter und verstärkt, also nochmal viel mehr ins Wirtschaftliche reingehen, viel mehr ins Marketing, wo man dann natürlich auch nochmal ganz andere Aufgaben wahrnehmen kann und sich auf andere Stellen nochmal bewerben kann. Und was auch ganz wichtig ist, und das gilt für den ganzen Buchhandel, darum finde ich es also großartig, dass wir diese zwei Schulen in Bayern haben. Man kann nämlich auch netzwerken.
Also Buchhandel ist eine Branche, wo ganz viel darüber geht, dass man einfach Leute kennenlernt. Und das bietet eben die Schule auch. Dadurch, dass eben in Bayern an zwei Schulen die Auszubildenden zusammengefasst werden, haben die schon mal ganz viel Kontakt untereinander. Das hat die Frau Bertram Kempf ja auch gerade gesagt, dass sie eben auch manchmal gefragt wird, kann sie mal über irgendwas drüber schauen oder Meinungen gefragt werden. Das gehört auch dazu, was im Buchhandel passiert. Und das ist auch ein Nebeneffekt vom Buchhandelsfachwirt zum Beispiel, den man macht. Dass man deutschlandweit nochmal ganz andere Kontakte knüpft. Mir hat es auch intern was gebracht bei meiner Stellung bei Pustet, dass ich aufgestiegen bin. Es gibt auch Verlage, die Buchhandelsfachwirte nehmen. Also es bringt einfach was. Und man lernt noch mal was. Sehr wichtig ist. Also, nach der Schule ist vor der Schule. Geht auch. So, jetzt kommen wir mal noch ganz kurz, bevor wir wir haben auch noch ein kleines Video, das die Berufsschüler der Berufsschule in Nürnberg extra für uns gedreht haben, wo auch nochmal einfach zusammengefasst alles zu sehen ist oder zu hören ist, worum es geht in der Ausbildung zum Buchhändler, zur Buchhändlerin. Bevor wir das machen, wollte ich noch kurz für die SchülerInnen darauf hinweisen, dass wir natürlich auch der Börsenverein gerne immer da ist, um zu unterstützen. Wir beraten gerne, wenn es Fragen gibt. Sie können dann gerne anrufen und mich löchern und wenn Sie wissen wollen, wo Sie sich bewerben können etc., da gibt es dann auch eine Jobbörse zum Beispiel, da stellen dann auch die Buchhändler teilweise ihre Auszubildenden Stellen rein. Gleichzeitig hier nochmal der Verweis, dass man auch immer gerne, wie der Herr Kerner schon gesagt hätte, immer gerne auch zu den Buchhandlungen hingehen kann und dann einfach mal nachfragt. Das hat tatsächlich einfach einen persönlichen Effekt, der einfach wunderbar ist, also dass man eben selber einfach nochmal die Initiative ergreift. Ansonsten sind wir natürlich als Börsenverein gerne bereit und helfen, wenn es um Fragen geht. Wir haben auch ein Nachwuchsnetzwerk, das ist für ein Nachwuchsnetzwerk für die Buchbranche. Hier machen wir regelmäßig Veranstaltungen, die kostenlos für alle Mitglieder des Nachwuchsnetzwerkes sind, wo dann Vorträge gehalten werden, wo man mal zu Besuch irgendwo hingeht, das mag eine Buchhandlung sein oder ein Verlag etc. Auch hier können Sie dann gerne jederzeit sich anmelden, kostenlos natürlich alles und mit dabei sein. Auf der Seite selbst gibt es auch Informationen zum Thema Ausbildung für die BuchhändlerInnen. Und auch hier können Sie einfach ein bisschen rumschauen. Meine Telefonnummer steht immer unten drunter. Das heißt, Sie finden auch ganz schnell den Kontakt, wenn Sie einmal etwas persönlich besprechen wollen. Hier ist auch nochmal die Seite von Klaus Nachwuchsnetzwerk. Und wir haben zum Beispiel auch jetzt am 30. November das Podium Zukunft Buch, das auch digital stattfinden wird, wo es dann auch noch einmal die verschiedenen Berufe, die man in der Buchbranche eben, wo man einsteigen kann, noch einmal beleuchtet werden durch die Referenten, die selber in den verschiedenen Berufen eben tätig sind. Genau. Hier ist, finde ich auch ganz gut und interessant, eine ganze Reihe von Videos und Präsentationen zu verschiedenen Referentinnen aus den verschiedenen Verlagsbereichen zum Beispiel. Können Sie auch einfach draufgehen, indem Sie aber auf Börsenverein gehen und dann dort auf Bildung und Karriere klicken und dann werden Sie dort hingeführt. Genau, Kontaktdaten haben wir hier natürlich auch noch einmal. Wir machen jetzt noch kurz ein paar Fragen. Falls es noch Fragen gibt, dann können Sie diese gerne jetzt stellen. Eine der Fragen, die wahrscheinlich kommen wird, und ich hatte gehofft, dass das im Video beantwortet werden könnte, dann direkt, weil das hatten Sie so schön aufbereitet gehabt, ist natürlich die Bezahlung. Ich gebe jetzt einfach das wieder, was die Auszubildenden im Video gesagt hatten. Sie hatten nämlich erzählt, dass im ersten Halbjahr es 560 bis 760 Euro sind, dann im zweiten Halbjahr 590 bis 840 und im dritten Halbjahr bis zu 930 Euro und dass das aber auch eine Geschichte der Verhandlungsbasis ist. So, darf ich jetzt da kurz was drauf sagen? Ja, ich wollte gerade sagen, bitte rufen Sie jetzt rein und korrigieren Sie mich.
Also das aus dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist, glaube ich, Tarif Einzelhandel. Wir zahlen nach Tarif Buchhandel. Da gibt es in Bayern einen extra Tarifvertrag. Der ist im Einstiegsjahr, erstes Lehrjahr, 817 Euro. Aktuell, Stand heute. Und als Einstiegsgehalt danach, weil ich denke, das ist für den einen oder anderen bestimmt auch spannend, wenn man als Buchhändler eingestellt wird, und wie gesagt, wir bilden tatsächlich mit Zukunftsperspektive aus, dann ist es im Normalfall eine Tätigkeit mit einer gewissen Selbstständigkeit, sprich mit einer Warengruppenbetreuung, ist dann die Tarifgruppe 3, so heißt die, mit einem Einstiegsgehalt von 2084 Euro brutto. Also bloß einfach mal so zur Info. Das ist aber Buchhandelstarif, nicht Einzelhandel. Viele Buchhandlungen sind auch im Einzelhandelstarifvertrag. Genau, weil das nämlich keine Pflicht mehr ist, ne? Nee, also man kann frei wählen. Auch genau. Also grundsätzlich Tarifvertrag frei wählen und man muss auch gar nicht tarifgebunden sein. Dann ist es Verhandlungssache. Und jetzt, genau, würde ich gerne, wenn es noch Fragen gibt, dann gebe ich diese gerne an die Referenten weiter. Ich gehe jetzt parallel nochmal in YouTube rein, für den Fall, dass hier auch noch Fragen kommen sollten. Haben Sie noch Fragen oder waren wir so ausführlich, dass keine Fragen mehr da sind? Ja, soll ich die auf das aufheben, die Stummschaltung, oder möchten Sie gerne? Ich kann das selber. Okay, perfekt. Ja, das ist vielleicht eine recht komische Frage, aber ich wollte fragen, ob es eine Überqualifizierung für diese Ausbildung gibt, weil ich momentan bereits im Master bin, aber trotzdem am Überlegen bin, weil ich mit meinem Studiumfeld und mit der Wissenschaft sehr unzufrieden bin, ob ich nicht doch eine Ausbildung in Buchhandel machen sollte. Also die Frage war, ob man mit Master noch eine Möglichkeit hat, in eine Ausbildung zu kommen, oder ob man dann prinzipiell abgelehnt wird, weil man vielleicht denkt, diejenige Person hat schon zu hohe Erwartungen oder sonstiges. Also es gibt Buchhandlungen, die nehmen explizit nur Auszubildende, die einen Hochschulabschluss haben. Genau, gibt es auch. Also überqualifiziert ist man, glaube ich, nicht. Also da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Genau. Es ist ja schön, wenn man dann auch nochmal ein bestimmtes Metier vielleicht nochmal ein bisschen mehr gelernt hat. Und genau. Nö. Genau, jetzt möchte noch jemand etwas dazu sagen, ansonsten würde ich die nächste Frage nämlich kurz mal vorlesen. Nee, okay, was sagen Sie zu körperlichen Voraussetzungen? Ich wurde zum Beispiel bei 2 Bewerbungsgesprächen für eine Ausbildung wegen meiner Skoliose abgelehnt. So. Soll ich kurz was dazu sagen? Gerne. Es ist grundsätzlich natürlich trotz alledem ein körperlich anstrengender Beruf. Also man steht 8 Stunden am Tag im Laden, man schleppt Kisten. Es ist tatsächlich körperlich anstrengend. Man läuft viel, also gerade im Weihnachtsgeschäft läuft man viele, viele, viele Kilometer am Tag. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das der Grund war, wieso eine Ablehnung erfolgt ist. Aber es ist jetzt nicht in jeder Buchhandlung der Fall. Es gibt auch Buchhandlungen, in denen es die extra Leute auch für Backoffice-Arbeiten haben, der dann als Bürojob ist letztendlich. Dort, denke ich, ist man durchaus einsetzbar. Auf jeden Fall. Aber ich kann der Frau Senf nur zustimmen, viele Kilometer ansonsten im Ladengeschäft. Und schwere Kisten.
Entschuldigung, so. Genau, sie schreibt durchaus verständlich. Mir wurde auch gesagt, ich könne ja mit schwerbehinderten Ausweis wiederkommen und bedankt sich jetzt aber auch nochmal für die weitere Antwort. Weitere Fragen? Ich rede jetzt einfach mal dazwischen. Also wenn Sie weitere Fragen haben und die Ihnen aber nicht genau in diesem Moment einfallen, sondern Sie tatsächlich erst auf diese Frage kommen, wenn wir diese Veranstaltung beendet haben, dann sind Sie natürlich herzlich eingeladen, sich auch noch bei mir zu melden. Ich leite die Fragen auch gerne an die Referenten hier weiter, sodass Sie genau jetzt auch noch Zeit hätten, nochmal drüber nachzudenken, weil das wahrscheinlich auch jetzt viel Information war. Genau, die muss man wahrscheinlich jetzt auch erstmal verdauen und drüber nachdenken. Ich werde, wie gesagt, dieses Video dann auch nochmal online stellen mit wahrscheinlich einer kleinen verkürzten Fassung. Genau, die können Sie sich dann auch nochmal anschauen, beziehungsweise dann gerne auch jederzeit Fragen stellen. Mein Kontakt steht dann auch mit im Video mit dabei. Oder ist ja auch auf der Seite unter Bildung und Karriere bei Börsenverein. Genau, können Sie den finden. So, dann sind wir jetzt die allerpünktlichste Veranstaltung der Welt, weil wir haben um 18 Uhr gestartet und wir sind um 19.30 Uhr, genau anderthalb Stunden waren geplant, sind wir tatsächlich fertig. Genau, wenn jetzt nichts weiter kommt, wünsche ich erst einmal vielen Dank, einen schönen Abend und vielen Dank all den Referentinnen, die jetzt auch sich die Zeit genommen haben, so lange mit mir hier zu sitzen. Ich hoffe, es war auch trotzdem auch weit interessant für Sie und sowieso für unsere Teilnehmerinnen. Genau, ich freue mich, dass da so viel Interesse war und ich fühle mich ehrlich gesagt auch bestärkt darin, dass wir das auch öfters machen sollten, gegebenenfalls dann auch nochmal das vielleicht nächstes Jahr dann für die nächsten SchülerInnen, die den nächsten Schritt wagen wollen, dass wir auch für sie da sind. Genau. Und ich hoffe, dass auch dadurch jetzt klar geworden ist, dass die Buchhandelsarbeit nicht langweilig ist. Es ist nicht eine Sache, sondern es sind viele Sachen, die man tut. Da ist viel Kreativität, viel Kommunikation dabei und auch viel Passion für die Literatur. Genau. Ja, und damit vielen Dank. Ich sehe hier an der Seite auch nochmal Danke für die Präsentation. Vielen Dank für die Veranstaltung. Alle Fragen sind beantwortet und auch nochmal vielen Dank für die Präsentation für meine Tochter. Wunderbar, wir freuen uns. Vielen Dank auch Ihnen nochmal und genau. Dann jetzt tatsächlich einen schönen Feierabend und genau, bis vielleicht demnächst.